Ja, moin, ich heiße Nils und ich arbeite beim Fachdienst Klimaschutz und meine Aufgabe dort ist, mich mit Ernährung und Konsum zu beschäftigen. Bratwurst oder vegane Alternative? Also tatsächlich eher die vegane Alternative. Ich bin seit 30 Jahren ungefähr Vegetarier und ich berate die sehr gerne, würde ich mal sagen. Das ist meine, genau, also ja. Stehst du gerne am Grill? Nee, das überlasse ich gerne anderen. Also ich koche gerne insgesamt, ich stehe gerne am Herd, aber nicht unbedingt am Grill. Warum mischt sich die Stadt Oldenburg jetzt auch noch in unser Essen ein? Ja, der Hintergrund ist im Grunde der Klimaschutzplan. Also wir haben uns ja vorgenommen, bis 2035 klimaneutral zu werden und Ernährung, der trägt tatsächlich bis zu 20%, nee, also mindestens 20% zu den Treibhausgasen bei. Zum Vergleich vielleicht Gebäude, ging ja ganz viel durch die Medien, sind bei 30%, das heißt, so groß ist der Unterschied gar nicht. Und da können wir jetzt als Stadt auch nicht sagen, den Bereich lassen wir außen vor, sondern da müssen wir halt auch überlegen, was wir da tun können. Wir mischen uns ja nicht direkt ins Essen. Essen ist eine individuelle Entscheidung, das ist uns sehr bewusst. Da ist ja vielen auch sehr wichtig, so das Thema. Und von dem her wollen wir gar nicht groß Vorschriften machen, sondern wir wollen an vielen Stellen zeigen, wie es vielleicht ein bisschen anders geht und wie es auch mit Freude und mit Genuss geht. Und vielleicht auch mit einem geringeren Budget. Also es muss nicht immer so ein High-End-Projekt sein, genau. Und bei den Möglichkeiten, wie wir das umsetzen, was gibt es da so Prioritäten? Welche Themen bei Ernährung wichtig sind? Also Priorität ist vielleicht das, wo wir als Stadt am meisten beeinflussen können. Und das ist die sogenannte Außerhausverpflegung. Und der Begriff ist vielleicht nicht ganz nicht allen bekannt. Das ist halt im Grunde jeder Ort, wo man nicht zu Hause ist. Und dann speziell die Einrichtungen der Stadt, also städtischen Beteiligungen, aber auch die Schulen, die Kitas. So, da können wir halt so ein bisschen drauf einwirken, wie sich die Ernährung da gestaltet. Und das wollen wir dann auch machen. Wie wird man Ernährungsstratege oder wie bist du Ernährungsstratege geworden? Ich sage mal, indem ich irgendwie alles und nichts gemacht habe in meinem beruflichen Leben bisher. Also ich habe sehr diverse Sachen studiert. Ich habe zum Beispiel auch Musik studiert und Sozialwissenschaften und dann im Master Ökonomie, Nachhaltigkeitsökonomie. Und habe dann in meinen Jobs eigentlich immer die Aufgabe gehabt, zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zur Klimaanpassung, aber auch mal zum Thema Saatgut, Landwirtschaft, Leute zusammenzubringen und zusammen zu überlegen, was man in dem Bereich gemeinsam machen kann. So, und das hilft mir jetzt natürlich beim Thema Ernährungsstrategie sehr, weil es da auch sehr diverse Akteure, große und kleine und sehr unterschiedliche Menschen, Institutionen, Organisationen gibt, die man aber irgendwie zusammenbringen muss, um jetzt in der Ernährungsstrategie zu überlegen, was soll denn da rein? Also genau, was machen wir zusammen? Was sind die Themen bei der Ernährungsstrategie, die dich derzeit am meisten umtreiben? Themen oder Projekte, beides okay. Ja, also das große Thema, was mich gerade beschäftigt, ist im Grunde, wie kommen wir jetzt von dieser Strategieebene ins Handeln? Weil das ist tatsächlich mein großer Wunsch. Eine Strategie ist ja erstmal ein Dokument, wo drin steht, was wir vorhaben. Aber ich möchte es halt möglichst konkret haben. Also ich möchte gerne wissen, was machen wir mit wem, bis wann und wie viel kostet das vielleicht auch so. Und genau, das sind so die Fragen, die mich am meisten beschäftigen. Und da kann ich jetzt kein einzelnes Projekt rauswählen, was mir jetzt besonders wichtig ist, sondern es ist eher diese Frage, vom strategischen Denken zum Handeln zu kommen. Ja. Also was war die eine Entscheidung, die du getroffen hast, womit du nach wie vor total gut leben kannst, wo du das Gefühl hast, das war das, wo ich den größten Hebel persönlich hatte? Sehr komplizierte Frage. Ja, aber eigentlich eine ganz einfache Antwort. Das ist schon mein Vegetarier-Dasein sozusagen. Das bin ich seit 30 Jahren. Und durch diese Gewöhnung ist es für mich halt auch gar nichts Besonderes mehr. Es kommt einfach für mich nicht in Frage, dass ich jetzt irgendwie Fleisch esse. Und ich finde es aber auch total okay, wenn andere das machen. Also, aber das fällt mir nicht schwer. Wir reden ja in dem Bereich Klima viel von CO2-Bilanz und CO2. Versteifen wir uns manchmal ein bisschen zu sehr auf CO2, weil es ja doch ein relativ diverses Thema ist? Mhm. Oder ist es einfach das beste Vehikel, was wir kennen und haben, um dieses komplexe Problem einfach darzustellen? Ja, also CO2 ist sozusagen der gemeinsame Nenner, auch das, was viele Leute als Begriff schon kennen. In meinem Bereich geht es ja tatsächlich auch viel um andere Treibhausgase, Methan, Lachgas sind tatsächlich viel stärkere Klimagase als CO2 das ist. Aber da gibt es ja eben noch die Umrechnung in CO2-Äquivalente. Das heißt, man spricht dann trotzdem wieder über CO2. Und ich glaube, man braucht tatsächlich diesen gemeinsamen Nenner. Und ich glaube nicht, dass wir uns da zu sehr darauf fokussieren. Man muss aber dazu auch noch sagen,
dass man natürlich nicht jede Maßnahme, die wir als Stadt ergreifen, mit einer Zahl versehen kann. Das wäre schön, aber der Aufwand dafür ist manchmal auch so horrend, dass man einfach sagen muss, dann machen wir lieber irgendwie das Projekt und wissen am Ende nicht genau, wie viel eingespart haben, aber wissen ungefähr, hat viel gebracht, hat Mittel gebracht oder hat vielleicht auch nur wenig gebracht. Genau, aber genau, das muss man auch nicht immer belegen, so, ne, würde ich sagen. Was ist das Lieblingsprojekt, an dem du gerade arbeitest? Was ist dein Lieblingsprojekt in dem Bereich Klimaschutz? Also das Projekt, wo ich sehr, sehr viel Zeit und Energie reinstecke, ist natürlich die Ernährungsstrategie und ich bin da auch sehr begeistert von, auch dass so viele Leute in der Stadt Oldenburg bereit sind, sich daran zu beteiligen. Also das ist schon umfangreich, das Beteiligungsverfahren, und ich fand es toll, dass wir so viele Zusagen bekommen haben. Daneben betreue ich auch noch das Projekt Abgedreht, und Energiesparen und Klimaschutz an Schulen, das macht mir auch sehr viel Spaß. Vor allem auch noch sehr, da wird viel umgesetzt einfach direkt und das finde ich toll, wie die Schulen das machen. Und dann habe ich auch noch das Projekt Alle fürs Klima und da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Leute da mit kreativen Ideen halt irgendwie kleine Klimaschutzprojekte umsetzen, die wir als Stadt ja dann fördern. Und ich finde es auch schön, dass wir das als Stadt machen, weil das einfach niedrigschwellig ist. Also es ist nicht schwer, so einen Antrag zu stellen, genau. Meine Lieblingsfrage tatsächlich. Kommt ihr aus eurer Klimaschutzbubble eigentlich auch mal raus? Das ist eine große Herausforderung, finde ich tatsächlich. Also ich finde, wir bewegen uns viel unter Leuten, die vielleicht ähnlich denken, im Privaten wie im Beruflichen. Und wir setzen uns das als ganz klares Ziel, dass wir, also zum Beispiel in der Ernährungsstrategie ist auch zum Beispiel die strategische Sozialplanung dabei, die Gemeinwesenarbeit, auch Quartiersmanager sind in den Gruppen mit drin. Und von denen kann ich halt viel lernen, wie macht man das denn, ne? Dass man einfach auch mal Leute erreicht, die vielleicht mit meinen Themen jetzt im Alltag nicht so viel zu tun haben. Und ich merke selber, wie das für mich so ein Lernprozess ist, da, wie kommuniziere ich denn da, dass das auch viele Leute verstehen und viele Leute interessant finden. So, ne? Das finde ich echt total schwer, weil natürlich ist es eine Komfortzone. Ne? Man möchte halt irgendwie, in der Klimaschutzblase ist es natürlich sehr angenehm, auch wenn es da auch wärmer wird. Ne?